Somnium hat dich reich gemacht, wieder der Klassiker. Millionär. 1 Million Euro Umsatz zu machen, heißt nicht, dass man 1 Million Euro Gewinn auf seinem Konto hat, ne? Moin, liebe Trickster, und willkommen zu diesem neuen Video in chilliger Atmosphäre. Ihr seht das, das ist ja meine Stream-Atmosphäre. Ich bin gerade fertig mit dem letzten Twitch-Stream. Folgt mir auf Twitch. Fast jeden Abend um 19 Uhr bin ich da live. Ja, fürs heutige Video habe ich mir Folgendes vorgenommen. Ich sehe das gerade auf YouTube. Das machen super viele YouTuber gerade. Ich weiß nicht, wer angefangen hat damit. Die fragen ihre Communities nach Gerüchten, die über sie erzählt werden. Und das habe ich auch gemacht. In meiner Insta-Story habe ich euch gefragt, ob es irgendwelche Gerüchte gibt, die über mich so verbreitet werden. Ein paar Dinge weiß ich ja, die so in der Zauberszene erzählt werden, aber ich dachte mir so, komm, ich finde das eigentlich auch ganz interessant. Deshalb will ich jetzt auch mal so ein Video hier machen. Gerücht Nummer 1, dass du in Real Life voll unhöflich bist. Wie kommt das denn zustande? Also, ihr habt mich ja in super, super, super vielen Fantreffen schon sehen können. Messen ohne Ende, Squad-Tour, Fantreffen und so weiter. Ich glaube, da bin ich immer super respektvoll mit euch umgegangen. Also, die Leute, für die ich da gearbeitet habe, die haben immer gesagt, krass, dass du schaffst, 10 Stunden lang nett zu den Leuten zu sein und zu lächeln und dass sie dir nicht auf den Geist gehen mit immer wieder denselben Fragen. Also, das Gerücht kann ich schon mal nicht bestätigen. Dass du ein Veganer bist, wenn ja, De-Abo. Wie kommt man denn darauf? Nee. Also ich finde, Veganismus ist eine gute Sache, aber ist nichts für mich. Dass dein rechter Mittelfinger röter ist als alle anderen. Nee. Du hast beim Abnehmen Wahrheit zugenommen. Matti vor der 100-Tage-Challenge, Matti nach der 100-Tage-Challenge. Huch. Nee, ich habe tatsächlich abgenommen, aber habe dann wieder zugenommen. Und jetzt wieder abgenommen. Es ist von hin und her bei mir. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich habe immer diesen übertriebensten Jojo-Effekt. Ich bin einfach zu dumm. Du hast vor, nur noch 2 Somnium Editions zu machen? Ey, ich frag mich echt, wie entstehen solche Gerüchte? Da saugen sich irgendwelche Leute irgendwas aus den Fingern. Aus den Fingern. Sau. Nee, Somnium läuft doch super. Bei der Nocturne Edition waren nach 5 Stunden schon 10.000 Decks weg. Also warum soll man aufhören, wenn es super erfolgreich funktioniert? Nessie ist schwanger. Nein, dass du schwanger bist. Ja. Papa. Dass du mit deiner Freundin Schluss gemacht hast. Warum das denn? Weil die jetzt seit 9 Tagen nicht hier ist oder was? Nee, Freunde, wenn ihr die Nessie öfter nicht seht in Videos oder Streams oder auf Instagram, wie auch immer, dann liegt das daran, die macht jetzt ein Semester ja noch bei sich zu Hause im Rhein-Main-Gebiet ihrer Uni zu Ende. Bachelorarbeit hat sie jetzt geschrieben, jetzt hat sie noch ein paar letzte Prüfungen und sie pendelt. Und jetzt ist sie gerade für 2, 3 Wochen bei ihrer Familie und ich habe hier die Bude für mich allein. Was auch ganz nett ist, da hat man mal seine Ruhe und freut sich umso mehr, sich wiederzusehen. So. Also nein, ich habe nicht Schluss gemacht mit Nessie. Millionär. Oh, das ist safe basiert auf einem Witz, den ich mal im Stream gemacht habe. Ich glaube, der Yonda hat das sogar geklippt. Falls ja, dann kann ich das hier jetzt einfügen. Mein PayPal. Kontostand. Oh, 2,5 Millionen Euro. Läuft bei mir. Danke, Yonda. Das war ein Joke. Bin leider noch kein Millionär. Ich sag euch Bescheid, wenn ich Millionär bin. Ich gehe da offen mit um. Ich bin leider noch kein Millionär. Noch lange nicht. Aber sobald ich es bin, sage ich euch Bescheid. Dass du dir mal über 2000 Abos gekauft hast, ich weiß aber, dass es nicht wahr ist. Lul, wie kommt sowas denn zustande? Vielleicht, weil ich irgendwann mal übertrieben den Push hatte. Ja, es gibt vereinzelt immer wieder Anstiege auf so einem YouTube-Channel. Das liegt aber daran, dass vereinzelte Videos auf der Startseite landen oder in den Trends oder stark empfohlen werden, wie auch immer. Hier meine Reaktion auf Eric Chan beispielsweise bei der FISM-Weltmeisterschaft. Die ist voll durch die Decke gegangen und ich habe durch dieses Video übertrieben viele neue Abos gewonnen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mich über das Eric Chan Video gefunden habt. Ja, dann sieht es halt plötzlich so aus, dass von einem Tag auf den anderen 2000 Abos da sind. Ey, die habe ich aber nicht gekauft, nein. Dass manche Zaubertricks in deinen Videos nicht real sind, sondern geschnitten. Ja. Das stimmt sogar. Aber nicht die Zaubertricks in Zaubertrick-Videos, sondern in Frag Mr. Tricks XL Folgen. Und das ist, denke ich mal, kein Geheimnis. Das soll ja auch gar nicht real sein. Ich habe ja sogar in Streams die Folgen geschnitten und aufgelöst, dass es nur Schnitttricks waren. Wie beispielsweise in der letzten Folge Frag Mr. Tricks XL, der eine Card Vanish. Wenn man sich das Frame für Frame anguckt, dann sieht man, dass die Karte sich einfach auflöst mit einem weichen Übergang, mit einer weichen Kante, was ja gar nicht sein kann. Und das sieht man auch eigentlich. Das sieht relativ unnatürlich aus. Oder diese Stelle hier, da hatte ich Karten schweben lassen. Ist ja auch klar, man sieht ja sogar den Faden, wenn man genau hinguckt. Das war nicht mal Faden, das war einfach Gummibänder. Weil ich es nicht drauf abgesehen habe, dass es nach Zauberei aussieht. Es sollte ja einfach geschnitten sein. Dass du mit 14, 15 eine Freundin hattest. Woher? Hä? Nee, leider nicht. Ich war mit 14, 15 das größte Häufchen Elend ever. Also mit 14, 15, das sind genau die beiden Jahre in meinem Leben gewesen, wo ich das allerniedrigste Selbstbewusstsein überhaupt hatte. Also da eine Freundin zu kriegen, das wäre
wäre ein Life-Changer gewesen, aber leider nein. Ich war immer nur hoffnungslos verliebt in der Zeit. Du kannst nicht so gut zaubern, wie du es in den Videos immer machst. Das sei nur so durch den Schnitt. Also nochmal, wenn es nach Schnitttrick aussieht, ist es ein Schnitttrick. Und das gilt nur für Frag Mr. Tricks XL. In Vlogs oder in reinen Zaubervideos, da sind all meine Zaubertricks real und die kann ich euch auch live vorführen. Und ich führe sie euch ja live vor. Wenn ich auf Events bin mit euch, dann zeige ich euch ja all diese Tricks. Also diejenigen von euch, die mich live schon mal gesehen haben und denen ich live schon mal einen Trick vorgeführt habe, ihr schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, sieht das live besser oder schlechter aus? Ich finde, ich bin live weitaus besser als in Videos, weil meine besondere Stärke darin liegt, mit Menschen umzugehen und passend die Aufmerksamkeit auf falsche Dinge zu lenken, misdirecten. Das ist eine meiner größten Stärken, was die Zauberei angeht. Misdirection finde ich persönlich. Und eine Kamera kann es nicht misdirecten. Deshalb, ich persönlich finde, ich bin sogar eigentlich besser als in den Videos. Und dass das nächste Somnium-Deck bunt wird. Nein, das nächste Somnium-Deck wird nicht bunt. Ich habe mir einen Scherz erlaubt und das war eigentlich so offensichtlich ein Joke. Ich hatte meine coolen, schallabsorbierenden Dinger hier aufgehangen an die Wand und habe dann in Paint einfach mal eben so mega hässlich so ein Somnium-Deck gemalt. Und super viele haben da wirklich das untereinander rumgeschickt und gemeint, oh mein Gott, Matti hat die nächste Somnium-Edition geleakt. Erstens, als ob man die in Paint designt. Zweitens, als ob die so schlecht aussieht. Also nein, keine Sorge. Hab gehört, du kannst die ganze Mondscheinsonate spielen. Konnte ich mal mit 13. Aber das ist 12 Jahre her. Dass du mit Kartentricks ständig Mädels aufreißt. Ja. Papa. Versteht man meinen Sarkasmus so schlecht, dass du Nessies Hunde manchmal anschreist? Ich rede manchmal lauter mit denen, klar, aber es gehört zur Erziehung dazu, dass du einem nur zurückschreibst, wenn man Somnium oder ein Produkt von dir gekauft hat. WTF. Alle, denen ich schon mal zurückgeschrieben habe, einmal in den Kommentaren melden bitte, dass du und Nessie in letzter Zeit wenig Kontakt habt. Wo kommen diese Gerüchte her? Wir telefonieren so ungefähr 30 Mal am Tag gefühlt. Alles gut, wir stehen in dauerhaftem Kontakt. Dass du in deinen Videos größer wirkst, als du bist, mein erster Gedanke, als ich dich sah. Ja, das Gerücht stimmt. Beziehungsweise, man wirkt nicht größer in Videos, aber man kann in Videos ja nicht einschätzen, wie groß jemand ist. Ich bin sehr klein, ich bin 1,77 Meter und die ganzen über 1,80er, wenn die mich live sehen, sagen die immer, sogar Kinder, die so bis hierhin gehen, sagen, ey Matti, du siehst in Videos viel größer aus. Also ja, das stimmt. Also wenn ihr mich live sehen solltet, denkt dran, ich werde definitiv sehr viel kleiner aussehen, als ihr mich wahrscheinlich vorstellt. Dass du den LK mit Olli abgesprochen hast, aber das kennst du schon. Ja, das kenne ich schon. Nee, der war nicht abgesprochen, der ist einfach ultra clean. Dass du rauchst. Nö, du bist mit Leo zusammen. Du bist mit Hai zusammen. Warum immer dieses komische Shipping? Du bist Pole. Dobrze. Nee, ich bin kein Pole. Ich bin Russlanddeutscher. Beziehungsweise genetisch gesehen zu 3/4 Deutscher und zu 1/4 Turkmene. Aber solche Infos über mich findet ihr da oben in meinem 50-Fakten-Video. Dass du unpünktlich bist, woher auch immer dieses Gerücht kommt, also wer auch immer es verbreitet hat, ja, es stimmt gewissermaßen. Also bei Dingen, die nicht so mega wichtig sind, bin ich unpünktlich. Also wenn es heißt, jo, lass mal so um 18 Uhr treffen, dann bin ich immer 18.05 Uhr da. Ganz schlimm bei mir. Ganz schlimm, oder? Aber wenn es wirklich ernste Dinge sind, wo es auf etwas drauf ankommt, dann bin ich immer pünktlich. Dass du sehr scheinheilig tust und dich in ein besseres Licht stellst. Ich denke, das Gerücht stimmt. Jeder, der sich in der Öffentlichkeit präsentiert, jeder Influencer, jeder YouTuber, stellt sich besser dar, als er eigentlich ist, ist doch klar. Warum soll ich jetzt hier all meine Mäkel und all meine Fehler hier so präsentieren? Klar zeigt man fremden Menschen nur seine Schokoladenseite, oder? Ich meine, ihr geht ja jetzt auch nicht auf die Straße und macht die größten Assis und pöbelt rum wie die letzten Proleten, oder? Du machst immer nur Reactions, weil es da die meisten Klicks drauf gibt. Ja, das Gerücht stimmt. Also ich mache nicht immer nur Reactions, wisst ihr. Ungefähr 1/4 meiner Videos aktuell sind Reactions. Und das finde ich auch voll okay, weil ich sehe, wenn ich die hochlade, dann gucken die meisten von euch nicht, die Nicht-Abonnenten. Die Reactions gucken vor allem meine Abonnenten. Das heißt, von den 270.000, die wir jetzt sind auf dem Channel, gucken 20.000, 30.000 Leute die Zaubertrick-Tutorials. Aber 60, 70, 80, 90, 100, wie auch immer, 1.000 Leute gucken meine Reactions. Ich weiß nicht warum. Ihr findet die interessanter und deshalb mache ich sie. Weil ich sehe, die kommen bei euch besser an. Und das freut mich natürlich auch, dass meine Videos erfolgreicher sind. Ne? Ist ja eine Win-Win-Situation. Von daher, ja, ich mache vermehrt Reactions im Vergleich zu von vor 2 Jahren beispielsweise, weil sie Klicks machen. Klar, du hasst insgeheim Fotos mit Zuschauern, also im Sinne von hassen. Nee, im Gegenteil, ich liebe das total. Also es ist cool fürs Ego, sagen wir mal so. Ist ein schönes Gefühl, dass Leute mit einem Fotos machen wollen. Versetzt euch mal in meine Lage. Ist ein super Gefühl. Somnium hat dich reich gemacht, wieder der Klassiker. Nope. Ich mache demnächst mal ein Video, wo ich ganz
ausführlich darüber rede, wie viel kostet so eine Kartendeckproduktion, wie viel Gewinn kann man machen mit sowas, warum kauft man teure Decks und nicht billige und so weiter und so weiter. Da könnt ihr euch freuen drauf. Das Video ist schon komplett geskriptet. Werde ich demnächst aufnehmen, vielleicht kommt es nächste Woche. Mal gucken. Dass du nur 15 Trick kannst, habe ich in einem Artikel gelesen. In was für einem Artikel denn? Wie soll ich denn nur 15 Tricks beherrschen, wenn ich auf meinem Channel schon locker 300, 400 Tricks erklärt habe? Alle Zauberer sind mit dem Teufel im Bunde. Auf meinem Channel drehen sich 50% der Videos darum, dass man lernt, wie man nicht mit dem Teufel ein Bündnis abschließt, sondern durch Übung und Fingerfertigkeit und Zuschauermanagement Zaubertricks vorführen kann. Ich erkläre das. Ich krieg trotzdem andauernd Kommentare. Jo, da sind Djinns im Spiel, das sind Dämonen, du hast deine Seele verkauft. Ey, wirklich ohne Flachs, wisst ihr, wie viele Kommentare ich da kriege von? Mega komisch. Du verbringst keine Zeit mehr mit Vanessa, weil du immer streamst. Habe ich nur gehört. Lul. Und ich streame 24 Stunden am Tag, oder was? Ich habe gehört, dass du rot-grün-blind bist. Das ist richtig. Aber das habe ich ja selber schon oft genug gesagt. Du hast ein Abi von 1,0? Wer erzählt das denn? Nee, aber das habe ich in meinen Videos auch schon öfter gesagt. Ich habe ein Abi von 1,8. Das hier Olli Mindestlohn zahlt. Was für Mindestlohn? Erstens hat Olli für mich ein einziges Mal gearbeitet. Mit Olli in einem Arbeitsverhältnis stand ich nur für die Somnium Nocturne Edition. Und da haben wir ihm definitiv nicht Mindestlohn gezahlt. Ansonsten steht er nicht bei mir unter Vertrag oder sonst was. Ich habe mit Olli arbeitstechnisch gar nichts zu tun. 0,0. Dass ich Somnium für 1,50 Euro pro Deck produziere. Ja, das sage ich dann in dem Video, wo ich über die Deckproduktion spreche. Dass du ein schlechter Kardes bist. Kommt drauf an, wie du schlecht definierst, aber ja, stimme ich dir so erstmal zu. Also ich würde mich jetzt nicht als krassen Kardist bezeichnen. Ich bin ja hauptsächlich Zauberer. Ich mache Kardistry. Demnach ist man ein Kardist, ja. Aber ich bin kein Kardist-Kardist. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Du entschuldigst dich nur privat für Beef bzw. falsche Anschuldigungen, die du öffentlich gemacht hast. Worauf ist das denn jetzt bezogen? Ich hatte in meinem Leben genau dreimal Beef. Einmal mit dem Korle. Da haben wir ja beide öffentlich was zugesagt und dann privat auch einiges noch abgeklärt. Mit dem Marv, da hat er mich einfach überall blockiert und mit dem Anwalt gedroht und so weiter. Da ging es schlecht, irgendwas zu klären. Und hier mit der Aleb und Nick Crew und so weiter. Aber da hatte ich ja öffentlich ein Entschuldigungsvideo gemacht. Also von daher. Dass Matti Diabetes hat? Hä? Wie kommt das denn zustande? Nee, habe ich zum Glück nicht. Ich hoffe, das bleibt doch so. Dass Chico nur für Promo mit umgezogen ist, klar. Sich einen Hund holen und die ganze Arbeit und Verantwortung, alles nur für Promo. Auf jeden Fall. Du bist nicht kritikfähig. Stimmt doch gar nicht! Du vermittelst den falschen Stil von Magie an zu viele Menschen. Wie kann denn Magie falsch sein? Ich vermittle meinen Stil. Einen jungen, modernen Stil. Ja, ist klar, dass das alten Opas nicht passt. Aber das wird sich nie ändern. Die junge Generation wird sich immer denken, ey, wir sind viel neuer und fortgeschrittener als die Alten. Und die Alten werden sich immer denken, ach, die Jungen sind alle grün hinter den Ohren. War schon immer so, wird immer so bleiben. Dass du früher ganz viel in der Kirche gemacht hast, das ist kein Gerücht, das stimmt. Bin 15 Jahre lang Messdiener gewesen. Dass du privat, also privat, richtig arrogant und egoistisch drauf bist. Keine Ahnung, kann man das über sich selbst sagen? Kann man über sich selbst sagen, ja, ich bin egoistisch oder nein, bin ich nicht? Keine Ahnung. Ich finde nicht, dass du sehr viel Pemenje isst. Oh, im Gegenteil. Ich bin zu selten bei meiner Familie. Dass du über 100 Kilo wiegst, was ich nicht glaube. Also über 100 auf 1,77 wäre schon krass. Nee, über 100 wiege ich nicht. Bin ich noch gut drunter. Dass du ADHS hast, was? Ich bin ja mal der ruhigste Mensch des Planeten, ey. Also wer mich privat kennt, fragt Nessie, fragt meine Familie, fragt all meine Freunde. Bin super der Ruhige und Schüchterne. Dass du nie ein Statement zum Somnium-Hoodie gemacht hast. Hey, das habe ich doch jetzt so oft gemacht. Wie oft soll ich denn dieselben Sachen sagen? Du ziehst den Leuten das Geld aus der Tasche. Stammt von meinen Eltern. Huch. Also bei 99% der komischen Gerüchte frage ich mich, wo kommen die her? Irgendwer muss damit ja angefangen haben. Ich weiß, es gibt so verschiedene Trickster-Gruppen, irgendwie auf Telegram und auf Discord und was weiß ich. Da habe ich ja keine Übersicht drüber. Ich weiß auf jeden Fall, dass da viel Käse erzählt wird über mich und ab und zu versuche ich da auch einzuschreiten. Ich glaube, der größte Müll, den ich da jemals gelesen habe, das war auf Instagram unter einem Bild von mir. Da war eine riesige Diskussion mit 150 Kommentaren darüber, wo die Leute sich hin und her diskutiert haben darüber, wie viel denn jetzt so eine Kartenproduktion kosten würde, weil das ja nur 1,50 € kostet und wenn man die dann für 19,99 € verkauft, dann kann man ja 17,50 € in seine eigene Tasche stecken pro Deck. Weil ich finde 17 € Gewinnmarge ist einfach zu groß. Das heißt, dann hätte ich jetzt an Somnium 300.000 € ungefähr verdient. Ehre! Ehre! Ist leider nicht so. Leider.
Wie gesagt, diese Gerüchte räume ich auf jeden Fall in einem eigenen Video auf. Hat euch das Ganze unterhalten? Lasst es mich gerne wissen. Und danke, dass ihr euch das Ganze angeschaut habt. Wir sehen uns übermorgen 14 Uhr zum neuen Video und folgt mir, wie gesagt, auf Twitch. Ich bin fast jeden Abend um 19 Uhr live. Bis dann, euer Matti und ciao.